Machaber am Tun nicht. In der Remus sagt, dass man mag ja. Der Remus sagt, ob es schon gewähne, ein Drittel gekocht, mag man es halten auf der Blech, auf Fülle, mag man es halten auf der Gäse, auf Fülle ist es nicht gewähne, kein Blech. In, aber die Sachen sind sehr vorsichtig. Das heißt, auf Fülle, wenn es schon gewähne gekocht, gemacht über den Ressur, und er hat es auf dem Blech, weil er sagt, man fragt sich nachts, was macht er, man hat den Blech. Man hat den Zip auf dem Blech, und der Zip ist heißer Zip. Und man will den Zip, das ist sehr heiß. So, fahr mal erst die Siede, gibt man einen Ricker auf den heißen Zip, auf die Heche der Feier. Dann muss man ein Flame auf dem Blech, man riecht auf den Schulend, wo es nicht Heche der Flame, und man legt auf den Zip dort. Nur dann riecht man zurück den Schulend, und man endet den Zip, riecht man darauf zurück den Schulend auf den Platz, wie es der Flame. Ob der Schulend nicht 100% gekocht, tun wir es nicht stricken. Weil a viele, wenn sie schon gemacht haben bei der Ressur, so die Gemüse ist da luch, man merkt schon, dass a viele un dem, wo sie schon ein Blech. Aber im Bischel, so du zwei Schätze sind der Scheunen. So der Scheunen muss halt, ein muss schon gekocht gemacht haben bei der Ressur, heißt schon nicht kein Bischel. Der Masse ist, du hast Schätze der Scheunen, und also darf ich steigen, ich kann durch, und darf nach mir sein. A viele, wenn sie schon gekocht, gemacht haben bei der Ressur, aber ob ich gleich so auf der Fahre, warte mir noch über der Weide vom Bischel. Weil ich mache es mehr gekocht. So, wenn einer hat Schulen, was er noch nicht 100% gekocht, und er will es zurücken auf der Blech, man tut es schrecken auf der Blech, weil der Regen, was er riecht, ist auf der Blech, ist er über der Weide vom Bischof. So, man darf nicht sagen, ob er will zurückkriegen, der Schulen, will er riecken, finde, was er darüber genommen hat, darf er machen sicher, dass der Schulen das im Ganzen gekocht. Okay, ja, geht aber auch. Ein Regen noch. Was? Man nicht erkennt hören?